Wer auf seinem Balkon Pflanzen hat, muss sich kümmern, so wie Markus das macht. Doch Markus experimentiert auch, welche Pflanzen mit den Bedingungen bei ihm gut zurechtkommen, wie beispielsweise die Feigenbäume. Aber sein Balkon ist noch mehr. Er ist ein Ort der Erholung und Naturbeobachtung. Bienen, Hummeln. Gerade war noch ein Falter da. Vögel sind jetzt gerade nicht da. Das mit den Legen war erstmal nur so als Powernapping gedacht. Und da habe ich eben festgestellt, dass dann, nachdem er munter wird, erstmal überall die Tiere da sind und so. Und da habe ich dann erstmal angefangen zu beobachten, bin ich gleich aufgestanden. Und ja, das ist auch ein bisschen Entspannung dann von der Arbeit und so. Ja, am Anfang hatte ich viel Pelargonien, Betunien und so, das Übliche, was viele auf dem Balkon haben. War auch sehr schön, bloß da waren wenig Insekten dran. Insekten sind Markus auf seinen 25 Quadratmetern wichtig. Sein Balkon liegt im Süden und hat den ganzen Tag Sonne. Seit 2 Jahren wachsen darauf exotische und einheimische Pflanzen. Zum einen habe ich Dauden gekauft. Teilweise sah mich auch aus. Und manches bringt auch der Zufall, wo ich sage, ach, das ist schön, das kann dann hier wachsen bleiben. Der 26-Jährige ist leidenschaftlich gern Gärtner. Begonnen hat seine Begeisterung mit Orchideen. Circa 100 hat er bisher gesammelt. Das ist die Orchideenecke, genau. Da habe ich ein Schattennetz drüber. Mittlerweile hole ich mir eigentlich nur noch Naturfunk, weil ich finde das ziemlich interessant. Markus ist in der Deutschen Orchideengesellschaft. Ich am liebsten sammle die Orchideen, die wachsen so Brasilien, Mittelamerika, Costa Rica und so, Kolumbien. Und dieses Jahr habe ich auch mal probiert, ein paar Bohnen hochzuranken. So als Schattenspender, das auch ziemlich gut gelungen ist. Viele Orchideen mögen keine direkte Sonneneinstrahlung. Die Bohnenranken schirmen sie gut davor ab. Von seinen Freunden gärtnert niemand. Aber Markus wird von ihnen gern als Fachmann zu Rate gezogen, wenn die Eltern der Freunde Fragen zum Thema Garten haben. Das meiste lernt man tatsächlich, wenn man beobachtet, einfach mal die Natur machen lassen und einfach beobachten und Rückschlüsse ziehen. Ja, das funktioniert gut und das eher weniger. Und auch bei mir klappt vieles teilweise nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und da mache ich es dann einfach mal anders. Das gehört einfach dazu. Und ich sage dann, lass mal wachsen, mal gucken, was wird. Markus arbeitet als Industriemechaniker. Sein Traum ist eine zusätzliche Ausbildung zum Gärtner.